Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, heute werde ich ein Video drehen, was ich schon mit 16 Jahren drehen wollte. Heute geht es nämlich um ein sehr intimes Thema, was mich als heranwachsender Jugendlicher damals... Habe ich was erfahren, dass ich eine Fehlbildung im Körper habe. Ich habe sowohl eine Skoliose als auch eine Kielbrust. Und... eine Kielbrust ist das Gegenteil von einer Trichterbrust. Trichterbrust ist relativ häufig vertreten bei Männern. Das heißt, dass die Brust nach innen geneigt ist. Hier blende ich mal ein Bild kurz ein, wie so eine Trichterbrust aussieht. Und ich habe eben das Gegenteil. Ich habe eine Kielbrust. So. Allerdings werde ich jetzt erstmal mich beschäftigen, die Wohnung aufzuräumen. Und dann werde ich zum Friseur gehen. Denn diese Haare sind wieder ein bisschen zu lang. Aber... kein Problem, schaffen wir. Und ich würde sagen, wir frühstücken heute nicht meinen Shake. Heute werde ich mir, denke ich mal, einen Falafel-Teller zum Frühstück genehmigen. Das heißt, ich räume jetzt auf und wir sehen uns dann gleich nach dem Friseur. Throw it up, take it down, ich bin in der Mood. Keine Breaks, no mistakes, ich komm nie zur Ruhe. Kleine Stadt, sie ist nass, oh das ist dein Buch. Throw it up, take it down, ich bin in der Mood. Warum müsst ihr mad sein? Ich hol nur mein Bag rein. Das ist das Fast Life, sie sagt ich bin handsome. Ich mach nie etwas random, der Beat geht an sie tanzen. Yeah, ich bin ein All-Star, breche ihre Ankle. Zähle Geld, zähle Cash, will nichts anderes tun. Zähle Geld, zähle Cash, will nichts anderes tun. Oh, ich bin allein da, tote Freunde einsam. Hab gesagt, ich lieb dich, bitch, das weil ich high war. Oh, jetzt wollen sie wissen, wie es läuft. Yeah, ich bin alleine da, ich war niemals mit euch. Yeah, sie war alleine da, ich wusste nicht, voll. So, Friends, Haare sind fresh geschnitten und wie vorhin schon gesagt, habe ich mir einen Falafel-Teller geholt und den Falafel-Teller werde ich jetzt so krass genießen, wie es nur möglich ist. Ich habe Todeshunger und ja, mein Frühstück heute, 14.30 Uhr, perfekt und ja, kurzer, wie es aussieht hier, also Falafel-Dinger, Hummus. Bisschen verlaufen leider, hat er ein bisschen verkackt, aber naja, kann man nichts machen. Wird sich auf jeden Fall gegönnt und danach sehen wir weiter, was wir dann machen. Hab gesagt, ich lieb dich, bis das weil ich heil war. Bis das weil ich heil war, oben ist es einsam, yeah, ich bin allein da. Bis das weil ich heil war, oben ist es einsam, yeah, ich bin allein da. Zähl dir die Racks, Finger tun weh. Fühl mich so holy, bitch, sag ein Gebet. So wie ich flex, tut es ihm weh. Sie ist so massig, ich schwimme in dem See. Niemand wie ich, mache die Moves. Komm in den Club und ich höre meinen Groove. Niemand wie ich, hab das im Blut. Fühle die Energy, fühle den Boost, yeah. Bitch, das weil ich heil war. Oben ist es einsam, yeah, ich bin allein da. Bitch, das weil ich heil war. Oben ist es einsam, yeah, ich bin allein da. Also wie ich heute Morgen schon angesprochen habe, wollte ich dieses Video schon mit 16 Jahren machen, weil mit 16 habe ich zum ersten Mal erfahren, was ich habe, was ich für eine Fehlbildung im Körper habe. Bevor ich mich ausziehe und euch das genau zeige, wo das Problem liegt, möchte ich ganz kurz den Ursprung davon erklären. Und zwar war ich glaube, nicht mal 2 Jahre alt und bin vor ein Auto gerannt. Und das Auto ist mit... meines, wie ich gehört habe, 30 Stundenkilometern gefahren. Ich bin vors Auto gerannt, hingefallen und hab
gelacht darüber, aber ich wurde komplett weggerammt vom ganzen Auto. Seitdem habe ich meine Oberkiefer, die Zähne sind, glaube ich, damals sehr stark beschädigt worden und deswegen habe ich einen Unterbiss entwickelt. Und aufgrund dieses Unterbisses hat sich mein gesamter Körper verändert. Also mein Wachstum wurde komplett gestört dadurch und deswegen habe ich eine Skoliose entwickelt und eine Kielbrust auf der linken Seite, so wie auch mein Kiefer links gekehrt und nach vorne gezogen war früher. Und ich habe noch sehr viele andere körperliche Beschwerden, auf die ich aber nicht in diesem Video eingehen werde, sondern in anderen Videos. Heute soll es wirklich nur explizit um die Kielbrust gehen. Und bevor ich das jetzt mache, möchte ich jedem sagen, der Probleme hat, sich selber zu akzeptieren oder mit sich selber klarzukommen. Es ist nicht möglich, es ist dein Körper. Du solltest anfangen, dich zu akzeptieren und zu lieben, so wie du bist. Denn ich habe zwar eine Kielbrust, aber ich bin der Meinung, ich habe jetzt schon fast das Beste daraus gemacht, was man daraus machen kann. Und ich bin echt zufrieden, wie ich mich entwickelt habe und hoffe, dass ich mich trotz dieser Sache noch sehr, sehr gut weiterentwickeln kann. Ihr seht schon, ich mache ein bisschen Sport und probiere halt dem entgegenzuwirken. Und jetzt, ich mache es wirklich selten. Ich bin auch generell selten oberkörperfrei unterwegs, deswegen, ja, zeige ich euch das mal, okay? Also, so, das hier ist mein Oberkörper. Ich habe die Kielbrust hier. Und das Glück, was ich habe, ist, dass ich sehr viel trainiere und sehr viel Bauch trainiere, wie man sehen kann, auch. Und dadurch wirkt der Knochen von der Kielbrust, wirkt er wie ein weiterer Bauchmuskel und man denkt, meine Bauchmuskeln fangen schon hier oben an sozusagen. Also das ist eigentlich ganz cool, also da fühlt man sich ein bisschen, ich sag mal, trotz dieser Sache ein bisschen, ja, besser in Anführungszeichen, wenn man so einen Vorteil daraus ziehen kann. Das kann ich auch jedem empfehlen. Und jetzt werde ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das von der Seitenansicht aussieht. Machen wir mal von der rechten Seitenansicht. Also ich habe halt einen sehr spitzen, wie man sehen kann, wenn ich jetzt so stehe, so. Das ist ein, viele sagen auch dazu Hühnerbrust, weil es eben diese große Hervorstehung hat, sag ich mal. Und der Knochen, wie man sehen kann hier, wenn ich so mache, kann man es, glaube ich, gut sehen. Hier, von den Rippen geht der Knochen bis hier vorne raus. Und ich habe damals auch schon überlegt, ob ich diese... mit 16 war ich auch beim Arzt und wir haben über eine Operation gesprochen. Ich habe mich allerdings dagegen entschieden, weil alle Rippen gebrochen werden und der Genesungsprozess ist extrem langwierig. Und ich finde, so schlimm hat es mich jetzt auch nicht erwischt im Nachhinein. Klar, als 16 war mein Körper auch ein bisschen anders geformt. Ich hatte noch dünnere Gelenke als jetzt schon, hatte weniger Muskelmasse und mehr Fett und dann sah das natürlich noch unförmiger aus als so auch schon. Also wie ihr sehen könnt, habe ich halt wirklich dadurch einen extrem großen Brustkorb. Den hätte ich auch sowieso gehabt, aber jetzt eben, ja, mit der Kielbrust. Und warum ich so lange gebraucht habe, um das öffentlich zu teilen, ist einfach, dass ich mich nicht lieben konnte, so wie ich bin. Also nicht zufrieden war mit mir selbst. Und mittlerweile bin ich, wie gesagt, an dem Punkt, wo ich, Gott sei Dank, damit klarkomme. Und ob du eine Trichterbrust, eine Kielbrust, ob du irgendeine andere Art von Fehlverformung hast, die nicht normal ist, vor allem dieses Nicht-Normal-Sein, damit beschäftige ich mich schon, seitdem ich klein bin, also schon seitdem ich 6 Jahre alt bin, werde ich, habe ich das Gefühl, nicht normal zu sein, auf jeden Fall. So, Freunde, das soll jetzt erstmal von der Kielbrust gewesen sein. Ich wollte es einmal öffentlich teilen, bevor das irgendwann in den Kommentaren aufkommt, diese Frage, was ist mit deiner Brust los, wollte ich einmal dieses Video gemacht haben. Und ja, was sagt er eigentlich zu der aktuellen Form? Ich mache ja sehr viel Sport zurzeit und die Form sieht momentan so aus. Ich finde die eigentlich ziemlich gut. Also, ich habe viel trainiert und bin gespannt, was noch drin ist, Freunde. Ich ziehe mal ganz kurz meinen Bauch ein, um noch einmal ganz kurz wirklich zu zeigen, wie es wirklich aussieht. Weil wenn ich den Bauch anspanne, sieht es natürlich ein bisschen besser aus. Ich zeige euch mal wirklich, wie es wirklich aussieht, naturell.
Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo es mich nicht weiter stört, weil in dem Alter von zwischen 14 und 17, sage ich mal, war das natürlich noch sehr wichtig, wie du aussiehst von nach außen. Mittlerweile ist es mir relativ egal, Hauptsache ich fühle mich gut und das tue ich. Ich freue mich wirklich, dieses Video endlich zu machen. Und ja, ich werde mich jetzt noch ein bisschen hinschillen, werde noch wahrscheinlich noch was essen gleich, noch einen Kaffee trinken oder so. Wir sehen uns dann später wieder, wenn ich zu Hause bin. Also, bis später. Yo, Friends, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls nicht, dann hoffe ich, dass ich euch wenigstens eine gute Message mitgeben konnte, Freunde. Ja, hört auf zu mobben, behandelt jeden Menschen gleich. Und ja, bis zum nächsten Video. Samuel Lift ist out of lifting und...